Mein Vater, als er 1948 aus der Kriegsgefangenschaft kam, hat er ein bisschen geimkert. Habe ich einen ersten Einblick gehabt bei den wahnsinnig stechfreudigen Völkern. Und als ich meine Frau dann kennenlernte, 1970, hat der Schwiegervater, der hat Bienen gehabt und mit dem bin ich dann oftmals zu den Bienen gegangen und habe da ein bisschen mehr gelernt. Ich habe mir nie gedacht, dass die Imkerei doch so komplex ist und man lernt und lernt. Jetzt bin ich 12 Jahre dabei und habe das Gefühl, ich bin noch lange nicht ausgelernt. Das Besondere an der Imkerei war bei mir immer die Liebe zur Natur und der Umwelt und bis zu den Insekten und Regenwürmern. Und das ist das, was mich im Frühjahr als erstes so begeistert, wenn man im März, April wieder aufmacht. Der Geruch des Volkes und die ersten Bienen, die einen auch über die Hand laufen mal, die total friedfertig heute sind, das ist natürlich schön. Und man zuschauen kann, wie sie schlüpfen und sich einfach an den Bienen selbst erfreuen. Mehr als die Hälfte verdeckelt, die anderen auch. Oh Mann, oh Mann. Hänge ich meinen Bügel vorne an und kann dann eine erste Wabe dort anhängen. Ohne dass ich Bienen quetsche. Jetzt sehe ich noch mal eine raus. Das ist die dritte volle Brutwabe. Hat sie nicht so super gut gestiftet, aber ich glaube, da war dann auch überall noch Honig schon eingetragen. Dieses Honigertrag ist für mich immer noch ein Ergebnis, was schön ist, aber in erster Linie ist die Imkerei für mich Hobby und Freude. Ich schaue mal ein bisschen ausführlich. Neue Königin. Hat gut gestiftet. Also Anfänger sollte man darauf hinweisen, dass es auch nicht so ganz einfach ist und man unbedingt in den ersten Jahren einen Imkervater braucht, der einem immer wieder was zeigt. Und das, was er sich angeeignet hat im Laufe der Jahre, bei mir war das der Schönfeld und das war mir eine große Hilfe.